Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearts of Iron 4. Ich bin's, euer Fabian von Silberfeld Games and More. Und wir spielen mal wieder Hearts of Iron 4. Ich hatte eine kleine Aufnahmeschwierigkeit, deswegen sind wir 2 Monate offline. Da bin ich 2 Monate offline. Jetzt in einer Zeit vorangeschritten, ist aber nicht so das Problem. Wir haben nicht so viel, oder ist jetzt nicht so viel in den 2 Monaten passiert. Ja, wir können jetzt der Schweiz den Krieg erklären. Ansonsten habe ich jetzt nicht so viel in der Zeit gemacht, was ihr jetzt verpasst habt. Ja, das ist unsere Forschung. Ein Tag, das Bauwesen 3 ist gleich fertig. Ansonsten können wir hier noch was optimieren. Nee. Das Bauwesen, ja, es sind halt ein paar Bunker weiter fertig geworden, was ihr jetzt nicht direkt mitbekommen habt, was offline jetzt geschehen ist. Ansonsten habe ich da nichts weiter fertig gebaut. Ich sehe gerade, ich kann ein paar Fabriken hochnehmen, die repariert werden könnten. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist da nicht viel geschehen in den 2 Monaten. Können wir gucken. Ich sehe hier oben der, naja, nicht Bürgerkrieg, die Revolte gegen das, also ist hier ausgebrochen. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon in der letzten Folge war. Das nationalistische Finnland versucht hier mehr oder weniger gut anzukommen. Aber ich sag mal, es ist halt problematisch. Sie haben 2 Divisionen. Das restliche Finnland hat fast 18 oder kommt auf bis zu 18 Divisionen. Und das Problem ist, ich kann nicht wirklich die unterstützen, weil ich da halt nicht hinkomme. Außer könnte ich. Ich will mal was kurz probieren, ob ich Truppen von den Hafen hier hinbringen könnte. Also ich muss irgendwie, damit ich, wenn ich die helfen wollen würde, also das nationalistische Finnland, ich muss sicher Truppen hinbekommen. Ja, ansonsten kann ich es halt nur mit Waffen unterstützen oder so. Das bringt mir jetzt aber nicht so viel. Dadurch, dass sie nur 2 Divisionen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob die noch mehr Divisionen ausheben, was ich mal hoffe. Weil ansonsten war das ja mehr oder weniger Blödsinn, dass ich die hier versucht habe zu unterstützen. Dann könnte ich das später nochmal machen. Versuchen, das nationalistische Finnland zu unterstützen, aber ja, wie gesagt, so bringt mir das jetzt nicht viel. Mal gucken, ob das hier erfolgreicher wird in Ungarn. Da inszenieren wir ja auch einen Staatsstreich und zwar ist der fertig. 19. Mai 1940. Also noch eine Weile. Ja, gut. Ansonsten würde ich jetzt erstmal der Schweiz den Krieg erklären und die erobern, weil sie doch, ich sag mal, ganz gut ein paar Fabriken halt haben, die mir schon was bringen. Sonst ist halt von der Schweiz nicht wirklich eine Gefahr auszu. Also es hat keine Gefahr, droht keine Gefahr. Aber ja, das machen wir jetzt mal. So, senden. Und wir haben hier 14, 19. Ja, eine Menge Divisionen, sag ich's mal so.
Ich mache das ohne großen Plan, ohne große Planung. Greife ich halt einfach an. Ja. Die machen schon ihren Teil, genau. Gut, dann könnten wir mal gucken, wie jetzt die Lage in Afrika ist. Gucken wir erstmal hier. Hier hat man ja alles kontrolliert, genau. Die greifen die zwei Divisionen an. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber meine Katze jammert hier im Hintergrund. Panzer könnte man noch den Flugplatz hier erobern. Ja, seht ihr. Ja, die sollen eigentlich mal darunter. Einer bleibt da. Und dann hätte ich die hier eingekesselt. Dann könnte ich versuchen. Die da ein bisschen abzuschneiden. Das wird nichts. So. Schweizer sind die Alliierten beigetreten. Das ist nicht so dramatisch. So. Machen wir mal eine Nummer schneller und Zeitvorlauf. So, die sind jetzt da abgeschnitten. Das sieht ganz okay aus. Warten wir mal noch auf unsere anderen Panzer. Okay, die Industriebemühungen. Zwei sind fertig und das Bauwesen 3 ist fertig. Okay, perfekt. Machen wir den Rohstoffabbau, das ist auch sehr schön. Kriegen wir mehr, 10% mehr Ressourcen und es dauert nur 62 Tage. Gut, und was machen wir hier? Da muss ich mal kurz in meine Forschung gucken. Ja, die Schiffe kann ich weiter erforschen. Hier habe ich keinen Bonus. Hier auch nicht. Hier hätte ich den Bonus. Hier wäre ein Bonus mal wieder ganz vorteilhaft. Hier forsche ich schon. Hier forsche ich auch. Also würde ich... Hier würde ich wieder Forschungsbonus... bei den 2x für Landdoktrin, das wäre nicht schlecht, plus 20 Armeeerfahrung und einmal bei den Panzerkampfwagen oder das Sonderfahrzeug 11, welches ist denn das? Das dürfte das sein. Wenn wir da einen Bonus kriegen, das wäre eigentlich recht cool. Dann würde ich das mal als nächsten Schwerpunkt ins Auge fassen. So. Lass mal weiter die Zeit ablaufen. Okay, die greifen mich jetzt hier an. Greifen wir mal da an. Da
gehen wir zum Gegenschlag. Ja, die holen jetzt ihre ganzen Einheiten da weg. Versuchen wir sie mal da zu behalten. Die da festzuhalten. Da greifen wir jetzt noch mit unserer mittleren Panzer an. Ja, das schaffen wir recht flott. Ja. Dann greift der. Der greift da unten an. Und die mittleren Panzer greifen da mal noch mit an. Müssen wir bloß aufpassen, dass unsere Truppen hier nicht abgeschnitten werden jetzt. Aber wir können unsere Flugzeuge mal hierher holen. Da ist ein großer Flugplatz. Und dann passt das von der Reichweite her besser. Gucken, ob wir hier einen Pilotenast zuweisen können. Nee, können wir nicht. Das ist schade. Naja, gut. Wie sieht es in der Schweiz aus? Schon echt gut. Ja, machen die nichts hier? Können doch angreifen. So, Zürich ist jetzt die Hauptstadt. Ich denke, die müssen wir noch nehmen und dann dürfte das schon fast Geschichte sein. Schweiz hat kapituliert. Wir bekommen Zusatzausrüstung und ja, ein bisschen was Infanterieausrüstung und sonst irgendwelchen Blödsinn. Ja, wir haben neue Zerstörer. Und da ist veraltete Ausrüstung in Betrieb. So, dann würde ich gleich die M-Klasse erforschen. Wir haben zwar noch einen kleinen Malus für, was in der Technologie voraus ist, das macht aber nichts. Oder haben wir noch irgendwas Besseres? Verschlüsselungswert, Informationen über Einheiten auf der Karte und über den Fortschritt der Fokusbäume werden durch Verschlüsselung vor anderen Ländern verborgen. Könnte man auch tun. Dauert nicht wirklich lange. Wie lange braucht das noch? 22 Tage. Oder den Kanonenvogel.
Gut, Flugabwehr haben wir noch nicht im Einsatz. Das ist nicht so dramatisch. Wir könnten den Panzer 4 könnten wir eigentlich erforschen. Wir haben jetzt nichts Langes in der Forschung drin, was extrem lange dauert. Also könnten wir den Panzer 4 einfach mal reinnehmen, würde ich sagen. Das machen wir auch. So, die Schweiz ist besetzt. Dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwelche Fabriken zu reparieren haben. Eine Schiffswerft und eine Zivilfabrik. So. Ansonsten sieht es doch ganz gut aus, würde ich sagen. Wir könnten hier mal noch ein paar Flugabwehrschütze bauen. Drei Stück, die wir auch nach oben nehmen. So, dann mal schauen wir mal, wie sieht es mit unserer Bunkerkette hier aus. Hier unten, das wird fertig. In der Mitte ist es soweit ganz gut und dann fehlt es noch hier oben. Dann würde ich sagen, ist das erstmal nach dem Zeug hier oben die höchste Priorität, dass es erstmal fertig wird. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt die Truppen... also ich kann es nicht, dann gucke ich mal. Die wollen ja auch nicht, dass ich den Bürgerkrieg beitrete. Aber zu den Waffen kann ich so rufen, das ist ja komisch. Ich überlege jetzt, ob ich sie zu den Waffen rufe, aber ich glaube nicht, dass ich denn... ja, hört jetzt meine Katze hier. Ich probiere es einfach mal. Ich würde sie mal zu den Waffen rufen. Mehr wie schief gehen kann es nicht und die Lage da oben sieht eh nicht so rosig aus. Also von daher rufen wir die zu den Waffen und dann werden wir sehen, was draus wird. Okay, sie sind mit dabei. Ist immer noch negativ. Das ist echt blöd. Muss ich mal die Beziehung verbessern. Ja, was anderes kann ich jetzt nicht machen. Ich hoffe nur, dass ich, ich kann halt nicht in neutrales Gebiet. Das ist das Problem. Ich hoffe nur, dass das Stückchen hier nicht erobert wird. Ansonsten komme ich auch nicht mehr hin. Naja,
Werden wir sehen. Dann kümmern wir uns mal noch erstmal um Afrika. Wie sieht's jetzt da aus? Cool, die haben wir ja entweder verscheucht oder zumindest irgendwie wegbekommen. Flugzeug? Nee. So, wie sieht's hier aus? Greifen wir da mal an. Wie sieht das aus, die Chance dazu? Das dürften die schaffen. Cool. Lass mal den mal trainieren. Hab ich noch irgendwo nicht. Ah, die eine leichte Panzereinheit. So, und dann gucken wir mal. Wir haben nämlich. Alte Zerstörer drin. So. So, die 24 Tage Produktion wollen wir ja nicht verlieren. Also machen wir das einfach mal so. Dann wird ja noch fertig produziert und dann geht's zu den nächsten. Was braucht man jetzt eigentlich an Ausrüstung? Mittlere Panzer und motorisierte Einheiten brauchen wir viel. Artillerie brauchen wir. Taktische Bomber, Marinebomber. Was wird produziert? Fahrzeuge gar keine. Das ist schlecht. Ich will das jetzt nicht, die Produktion jetzt nicht unbedingt runternehmen. Ja, das ist halt, weil ich viel in meine Infanterieausrüstung stecke. Viel Fabriken. Ja, wir lassen es erstmal einfach so. Momentan geht's noch. Kann ich Italien veraltete Ausrüstung schicken? Könnte ich.
So, nehmen wir erstmal hier Bieter ein. Dann gucken wir mal. Wir schicken den Heinz Guderian mal hier runter zur griechischen Grenze. Weil eigentlich wird irgendwann Italien, Griechenland den Krieg erklären. Nicht, dass wir da eine böse Überraschung erleben. Und den Erich von Manstein, den platzieren wir hier an der Ostgrenze als Reservetruppe. Ah, jetzt marschieren sie dahin. Ist ja komisch. Kann da nicht landen, das ist echt dumm. Fünf Tage brauchen wir dazu. Venezuela schickt uns nur ein paar Truppen. Die haben sogar eine Flotte. Das nationalistische Finnland ist ja cool. Komisch, aber die müssen sich ja noch ein bisschen verteidigen. Ist echt blöd, wenn die jetzt hier verlieren. Mal gucken, wie lange ich brauche, um hier zu landen in Finnland. Fünfunddreißig Tage. Wer weiß, ob so lange Finnland noch durchhält. Also das nationalistische Finnland. Wo sind die anderen? Okay. Auch einfach mal einen General zu teilen. Wir nehmen uns dann mal. Ja. Den Kurzstudent. Mal gucken. Okay.
So, dann haben wir zwei freie Forschungsteams. Dann nehmen wir einmal den Kanonenvogel, die U87G. Ja, das sieht auch schon mal nicht schlecht aus im Vergleich, wenn man hier die Werte sieht. So, was haben wir noch? Wir könnten hier die Luftunterstützung weiter, also die Schlachtfeldunterstützung weiter fördern. Das wären 81 Tage. Halt, was haben wir hier? Haben wir hier noch irgendwas im Näheren? Nee. Ja, hier könnten wir mal wieder eine Kompanie. Und zwar die Pioniere. Ja, ich würde sagen, die Pioniere. Forschen wir mal. Okay. Oh, 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 hier sieht es echt schlecht aus. Wie viele Einheiten haben die denn noch? Eine Division, ey. Das Kriegsschiff für die Ostseeflotte ist fertig geworden. Ja, hier machen wir mal 5 draus. Und 5 für die Ostseeflotte. So. Und dann können wir jetzt endlich Marinebomber bauen. Das machen wir gleich mal. Aber zack. Wir verbessern den gleich mal noch. Nicht extrem, aber ein bisschen. Nee, Reichweite nicht. Ja, so. So. Und zwar machen wir es mal so. So. Da müssten da auf jeden Fall ein paar produziert werden. Ach so, nee, das ist eine Artillerie-Renier. So. Unsere andere Flotte hat man hier auch geschickt, die Kriegsmarine. Die bewachen das norwegische Meer, die norwegische Küste und die Barbarie. Ne, die Barentssee. Genau. Ja, hier kommen sie nicht wirklich hin. Aber die haben auch schon lange nichts mehr versenkt. Ich habe auch keine Riesenschiffe, also ist fast alles kleine, leichte Kreuzer und Zerstörer. Na, da warte ich mal noch, bis ich so ein feindlicher, also wo ich auf jeden Fall auf feindliche Schiffe stoße.
So, wie sieht's jetzt hier aus? Die erobern das mal. So. Wie sieht's hier unten in Afrika aus? Ja, sieht es noch ganz gut aus eigentlich, muss man sagen. Wie sieht es eigentlich mit einem meiner einzelnen Panzerdivisionen aus? Versuchen wir sie mal rüberzubringen nach Afrika. Oh, hier sind jetzt extrem viele Truppen auf einmal. Wahrscheinlich gerade hier landet. Naja, gut. Oh Mann, ey. Hauptsache die halten noch ein bisschen durch. Wie sieht's denn aus mit meinem Schlachtplan? Oha. Nicht mal ein Drittel habe ich geschafft. Verdammt. Die hätte ich schon viel eher unterstützen müssen. Habe ich freie Forschungsteams eigentlich gehabt? Nee. Hier wird geforscht. Okay. So, hier hatte ich Küstenflieger. Ja, die sind schon auf 100 hoch stationiert. Das ist ganz, ganz gut. Ach, scheiße, das nationalistische Finnland hat kapituliert. Ja, verzeiht mir den Ausdruck, aber das ist echt blöd. Aber war das umsonst, oder? Oh, die gibt's noch. Also ich könnte den sogar eine Region abtreten, wenn ich das für die erobere. Ja, das werden wir doch mal tun. Mal sehen. Ob er das hier hinkriegt. Ich meine, die haben zwar, naja, 17 Einheiten eventuell. Aber vielleicht kriegen wir es hin. So, wie sieht es mit unserem Baufortschritt aus? Sehr schön. Wir sind fast fertig.
Fabriken nehmen wir mal nach oben. Das sind wichtiger jetzt wie irgendwelche Straßen. Und dann können wir gleich mal die Bunker weiter ausbauen. Alle erstmal auf Stufe 5. Damit hätten wir dann schon einen großen, großen Vorteil. Falls die Sowjets angreifen. So, die Linie mache ich noch fertig. Und dann würde ich erstmal wieder eine Pause einlegen. Eine Aufnahmepause und... ja. So. Genau. Haben wir hier Luftverteidigung? Nee, haben wir nicht. Aber wir haben ein paar Radarstationen. Damit erfahren wir immer ein bisschen was, wie es hier an der Front aussieht. Könnte hier noch einer hinbauen. Und hier oben noch. So. Wie sieht es hier drüben aus? Könnte man hier noch einer dazwischen basteln. Und nochmal ein bisschen Luftabwehr. So. Ja, Luxemburg muss man ja irgendwann noch erobern und den Krieg erklären. Ich werde mein Kriegsziel noch recht fertigen. So, nochmal kurz nach Afrika sehen. Nicht, dass da irgendwas schief geht. Und dann... erstmal wieder eine kleine Pause. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Hearts of Iron 4. Macht's gut, Leute. Ciao.